Was hat sein Tun und Haben, was du vielleicht an verschiedenen Stellen schon mal gehört hast, mit dir als Person zu tun und mit dir als Businessperson? Und warum ist das die Wahrheit über deinen Erfolg oder Misserfolg? Und das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video hier ganz genau an. Nämlich das Thema Sein ist etwas, was viele, und gerade über dieses Thema wird unheimlich viel gesprochen und leider Gottes auch viel Unfunk drüber erzählt. Und ich will da mal so ein bisschen mit aufräumen. Ja? Also Sein, das ist auch zu Englisch Being. Ja? Das Sein, was ist das eigentlich? Das Sein, weil viele denken, das Sein ist nur eine Sache. Nämlich du als Person oder du als Mensch, also dein Sein. Und das ist leider nicht ganz vollständig. Und das schauen wir uns an. Und zwar erstmal ganz einfach deine Haarfarbe, deine Augenfarbe. Wie du als Mensch überhaupt bist, dick, dünn, groß, klein, wie auch immer. Ja? Das bist erstmal du als Person, als Mensch. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil davon. Was auch zu deinem Sein gehört, ist zum Beispiel, ich mache das mal so, dass du Vater bist, ja, oder Mutter. Was dazu gehört, ist, dass du zum Beispiel Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bist. Dazu gehört, dass du Sportler, ja, bist. Ja, dazu gehört, dass du, keine Ahnung was, Vorstand im Schützenverein bist zum Beispiel, ja, oder im Golfverein oder im Tennisclub. Ja, das gehören ganz verschiedene Dinge dazu. Und jetzt musst du dir eine Sache vorstellen. Wenn du also nach Hause kommst, ja, und die Identität als Vater oder als Mutter nicht annehmen kannst, dann hast du ein Problem. Oder wenn du zum Beispiel hier Makler bist, ja, aber du diese Identität, also dieses Sein, diesen Zustand nicht einnehmen kannst, dann hast du ein Problem, ja, oder als Vorstand, als Sportler oder als Geschäftsführer, ja, weil du bist ja einerseits Makler und als Makler bist du Kompetenzträger, ja, da bist du eine Fachkraft, aber als Geschäftsführer bist du eine Führungskraft. Wenn du also den Zustand einer Führungskraft nicht einnehmen kannst, der ganz andere ist als im Kundenkontakt, nämlich gegenüber Mitarbeitern, dann wird dich das zerlegen aus diesem ganz einfachen Grund, weil du den Zustand, also den Seinszustand nicht einnehmen kannst. Und jetzt gucken wir noch einen Schritt weiter, nämlich danach, ja, kommt nämlich das Thema, gehen wir hier so einen Schritt runter, und dann kommt das Thema Tun, ja, also Sein, Tun, Haben, ja. Denn eine Sache ist ganz, ganz spannend, nämlich das Tun folgt auf das Sein. Also wenn du als Makler mit der Identität, zum Beispiel dem Image als Immobilienmakler, ein Problem hast und eigentlich immer versuchst, darum rumzudribbeln und sagst, ja, ich bin ja gar kein Makler, ich bin ja nur Berater, ja, dann hast du ein Problem mit der Identität, ja, also dem Zustand, dem Seinszustand als Makler. So, und was passiert jetzt danach, hat das einen Einfluss auf dein Tun. Denn das Tun folgt dem Sein. Also in dem Moment, wo ich gerne Vater bin, gerne, habe ich auch automatisch eine gute Handlung, also ein gutes Tun in Bezug auf meine Kinder. Dass ich Qualitätszeit habe mit meinen Kindern, dass ich gerne mit meinen Kindern, dass ich nicht mit dem Handy rumlaufe, ja, während ich mit meinen Kindern vielleicht eigentlich jetzt Qualitätszeit haben sollte oder die sogar vereinbart habe. Oder wenn ich im Urlaub bin und bei meiner Familie als Vater oder als Ehepartner, den sollte man natürlich nicht vergessen, ja, als Ehepartner, ja, den tun wir hier mal mit dazu, ja, und du solltest jetzt eigentlich im Urlaub als Ehepartner in diesen Zustand reinkommen, aber du bist ja permanent der Immobilienmakler und spielst hier immer Ping-Pong. Ja, und das ist nämlich genau das Problem, was die meisten Menschen da draußen zerlegt. Es gibt nicht nur einen Zustand. Es gibt viele verschiedene Zustände, die du einnehmen können musst. Weil dann folgt nämlich das Tun.
Tun daraus. Das Tun ist, ja, ich verhalte mich auch wie ein Vater, dann, wenn ich abends ab 18 Uhr zu Hause bin und Vater für meine Kinder sein muss oder Ehemann für meine Frau oder Makler im 9-to-6 meinetwegen auch oder 9-to-5, völlig wurscht, ja. Aber dann bin ich Makler, dann bin ich fokussiert. Wenn ich Coach bin, wenn ich Live-Calls habe oder ein Seminar, dann bin ich nur Coach. Da bin ich nicht Vater, da bin ich nicht sonst irgendwas, sondern bin ich nur in der Identität als Coach am Start, ja, um meinen Teilnehmern das Maximale und die Superpower zu geben, okay? So, so musst du dir das vorstellen, weil dann kann ich auch das Richtige tun, also das Handeln folgen lassen auf meinen Zustand da oben, okay? Also ich habe voll Bock, Makler zu sein, gehe also voll darin auf und folgedessen mache ich auch richtig Action in meinen Tätigkeiten. Und alles andere, wenn du nicht wirklich tust, wenn du nicht wirklich Vollgas gibst, dann hast du ein Identitätsproblem. Du kannst diese Rolle nicht einnehmen, okay? Und dann kommt automatisch der nächste Punkt, nämlich das Thema Haben. Haben ist und folgt auf das Tun. Denn wenn du die richtigen Dinge tust, wenn du mehr richtig als falsch machst, was muss denn beim Haben automatisch eine Rolle spielen? Ja, genau, Umsatz. Dass du dir ein tolles Haus leisten kannst, dass du dir ein tolles Auto leisten kannst. Aber nicht nur das, sondern auch zum Beispiel, dass ich die Probleme in diesem Bezug als Makler in der Tätigkeit haben kann. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn ein Kunde mal rummosert. Ich kann das haben, das ist total okay für mich. Komm, ich umarme dich, wunderbar. Oder ich kann viel Umsatz haben. Ich habe total viel Bock auf viele Kunden. Ich kann viele Kunden haben. Ich kann auch viele Probleme haben. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Hey, her damit, ja. Weil ich habe die Kompetenz, sie zu lösen. Ja, ich habe die Kompetenz, Immobilien zu bewerten. Ich kann viele Bewertungen haben. Ich kann auch haben zum Beispiel, dass Verkäufer eine andere Meinung haben von ihrem Kaufpreisvorstellung als ich. Kann ich total gut vertragen. Ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich hoffe, du hast das Konzept verstanden. Nämlich sein, das bist du. In all deinen Rollen, die du im Leben einnimmst. Und darauf folgt das, was du tust. Und du tust immer dann das Richtige, wenn du hier oben diesen Zustand einnehmen kannst. Und im nächsten Schritt kannst du dann auch die notwendigen Dinge, ob positiv oder auch eben negativ, also negativ würde ich jetzt noch nicht mal sagen, sondern die Hindernisse, die du meistern musst, die kannst du halt alle vertragen, die kannst du haben. Das wäre so die Definition davon. Und so ist das im Prinzip mit dem Sein, Tun, Haben, ja, und nichts anderes. So betrachte es mal, schau es mal für dich an und du wirst ein Konzept dafür kriegen, wie wichtig das tatsächlich für dein Business, für dein Leben, für alles um dich herum ist. Wenn du das wirklich verstehst, dann wird es dir viel, viel besser gehen und du kannst dir die Dinge ein bisschen klarer und deutlicher anschauen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn dir das gefallen hat, dann mach einen Daumen hoch, lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Vor allen Dingen, wenn du hier besser klarkommen willst, dann bist du bei mir im Coaching genau richtig. Also Erstgespräch buchen und folge mir gerne auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, LinkedIn und Facebook. Und ich wünsche dir bis dahin alles Gute und viel Erfolg.